Also bis jetzt ist es hier noch sehr ruhig auf dem Diemelsteig. Es ist aber auch Sonntagmorgen. Das Wetter ist nicht so gut. Und ich glaube, die Leute sind eher mit was anderem beschäftigt, als jetzt hier in der Natur rumzurennen. Was mir aber ganz gelegen kommt, muss ich sagen. Auf den ersten 5 Metern verlaufen und ich laufe heute sowieso schon knapp 14 Kilometer. Habe jetzt einfach noch mal 1,5 draufgelegt, gleich am Anfang, weil ich mich irgendwie verlaufen habe. Die Beschilderung war auch ein bisschen irreführend, muss ich sagen, aber jetzt bin ich zum Glück wieder auf dem richtigen Weg. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum St. Moffat und ich muss sagen, relativ untrainiert mit 14 Kilo auf dem Rücken ist schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Oh, das ist meine Bank. Oh, auf jeden Fall. Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich. Genau das richtige Pferd. Ich bin jetzt genau hier. Nach meiner Pause jetzt gleich gehe ich hier diese Kurven lang. Über den Stausee, also über die Staubrücke und dann irgendwie hier lang und hier außerhalb der Karte und hier ist irgendwo mein Trekkingplatz für heute Nacht. Den muss man sich buchen und ich hoffe mal, dass es cool da und ich hoffe vor allem, dass er nicht belegt ist.
Das war eine Enttäuschung. Ich bin jetzt extra einen Umweg gegangen, um zur Aussichtsplattform für die Diemeltalsperre zu kommen und um da die Diemeltalsperre zu sehen. Ja, alles komplett zugewuchert und man sieht überhaupt gar nichts. Naja, gehe ich jetzt halt eben wieder zurück. War zum Glück nicht ein so großer Umweg, dass es irgendwie jetzt wehtun würde. Aber ich habe heute noch richtig viel Kilometer vor mir. Ich komme irgendwie sehr, sehr langsam voran und ich muss, glaube ich, noch so 10 Kilometer oder so laufen. Es ist jetzt 12 Uhr und für 18 Uhr ist Regen angesagt. Da will ich eigentlich spätestens mein Zelt aufgebaut haben. Mal gucken, ob das klappt. Ich drücke mir selbst die Daumen. Und der ist auch richtig schön. Das ist irgendwie ein richtig schön alter Staudamm. Was ich aber nicht so schön finde, ist, dass ich da jetzt hoch muss, um auf die andere Seite zu kommen. Oh, ich bin doch gerade erst vom Berg runter und jetzt muss ich da wieder hoch. Aber naja, wird's ja nichts, ne? Da. Da. Da bin ich oben. Das. Bin ich schon geschafft. War schon ein bisschen sehr gruselig, gerade auf dem Damm oben zu laufen, weil der Gehweg da für Fußgänger, der war gerade mal so schmal, also so, gerade mal so breit, wie ich mit Rucksack bin. Und die sind da jetzt auch nicht gerade langsam oder vorsichtig gefahren und die Fahrspur war auch schon sehr, sehr eng. Naja, es war schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Naja, ich habe jetzt circa 7 Kilometer geschafft. Und so langsam brauche ich mal wieder eine Pause. Die nächste Bank gehört mir. Thank you.
Boah, es tut jetzt so gut zu sitzen. So nach circa 8 Kilometern tut das jetzt erstmal richtig gut. Was zu essen, was trinken, super Aussicht. Ich bin alleine. Es geht nicht besser gerade. Oh, aber ich freue mich auch, wenn ich heute Abend in meiner Zeltplattform bin. Das Zelt ist aufgebaut. Ich kann da drin liegen. Was Warmes im Bauch. Es regnet vielleicht, aber ich bin im Zelt. Oh. Ist jetzt ein sehr schöner Weg. Aber auch schon ein anstrengender Weg. Gerade, also mein Rucksack ist einfach viel zu schwer. Da muss ich mir auf jeden Fall was anderes überlegen. Und ich glaube, ich habe ein paar Sachen mit, die vielleicht nicht nötig gewesen wären. Aber Brote sind keine von diesen Dingen. Die Pause gerade tat wirklich gut, die habe ich richtig gebraucht. Ich bin schon deutlich erschöpfter, als ich das vorher gedacht hätte, aber es geht immer noch gut und hier steht wirklich alle 500 Meter irgendwie eine Bank. Bis auf die letzten 500 Meter vor meiner Bank, da stand irgendwie 2 Kilometer keine Bank, aber man kommt hier immer wirklich sehr gut zur Ruhe. Die Ausblicke sind total schön, also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Jetzt geht's weiter, noch ca. 5 Kilometer. Regen wurde wieder eine Stunde nach hinten verschoben, das heißt, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit und habe so ganz leise die Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht mehr regnet. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, es regnet nicht. Ein bisschen hoffe ich, dass es regnet. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Aber wenn Regen, dann bitte erst, wenn ich im Zelt bin. Da hinten, da ist meine Tracking-Plattform. Oh, das sieht von hier nicht mehr so weit aus. Es dürften auch nur noch 5 Kilometer sein oder so. Ungefähr 4 Kilometer, da habe ich es geschafft. Bei diesen 4 Kilometer geht es die meiste Zeit bergauf.
kann ich die Plattform sogar schon sehen. Ich schätze mal, es ist vielleicht, wir sind noch so 700, 800 Meter, vielleicht ein Kilometer. Aber ich habe es gleich endlich geschafft. Boah. Aber ich freue mich jetzt auch, endlich da zu sein, das Zelt aufzubauen, was zu essen, hinzulegen, zu schlafen und morgen wieder zurückzugehen. Da ist sie endlich. Oh. Kein bisschen zu früh. Kein bisschen zu früh. Ich kann auch nicht mehr. Oh, Gott sei Dank.